Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator. Wie versprochen ist dieser Anhänger jetzt fast voll. Hier wollte ich die Mähdrescher schon nicht weiter mähen lassen, beziehungsweise ernten lassen, weil mir aufgefallen ist, wenn wir den jetzt aufs Rapsfeld lassen und dann noch ein kleines Stückchen Restding da drin ist, dann ist das nicht so passend für unsere Abfahrt, weil wir da ja keine Fruchtmischung beziehungsweise Getreidemischung reinmachen können. Also wenn wir das jetzt nochmal zum Güterbahnhof fahren mit unseren schweren Last, müssen wir natürlich auch das können wir auch fahren. Ja, der ist glaube ich kürzer der Weg. Ja, wie versprochen ist der Mähdrescher jetzt auf dem Rapsfeld drauf. Ich kann ihn natürlich noch nicht fertig machen lassen. Deswegen werden wir in dieser... Oh, muss ich abkommen. Deswegen werden wir in dieser Folge sehen, wie viel Geld wir für das Sonderangebot von Gerste bekommen, wobei wir hier auf dem Anhänger auch Gerste haben. Deswegen fahren wir mal zum Güterbahnhof Station Getreidespeicherabladestation. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden jetzt gleich auf die Hauptstraße treffen. Und da werden wir auch in der Endperspektive fahren. Jetzt müssen wir der hat noch die Straße gerollt. Ja, genau da lang. Ich habe den Weg gerade nicht im Kopf, aber das sieht gut aus. Hier muss auch ordentlich ziehen schon. Das sieht man richtig. Schnell wieder die Kamera umdrehen, sonst fahren wir dagegen irgendwas gegen. Seht ihr? Schön erstmal am Parkplatz. Können erstmal die Autos, die hinter uns gestoppt haben. Alles klar, waren wir keine Autos. Dann fahren wir wieder auf die Straße. Ja, hier geht es recht schleppend voran, aber hier sind wir ja auch schon da am Güterbahnhof. Ich weiß nicht gerade, hier legt man es, da legt man es ab, okay. Das heißt, wir fahren darüber und sehen jetzt, wie viel Geld wir für unsere Gerste bekommen. Spannende Sache, sieht auf jeden Fall gut aus mit dem Ladewagen. Könnt vielleicht auch noch für... Nee, wir brauchen ja keinen Ladewagen. 34.000, das reicht locker für einen Ladewagen, würde ich sagen. Deswegen kommen wir hier rum. Nein, das sieht leider nicht so aus. Schade. Und dann müssen wir hier eben rückwärts mal wenden. Ja, 34.000, das ist schon was, womit man was machen kann. Für den Anfang. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück zum Hof. Ich weiß es gerade gar nicht, wo wir hier sind, aber wir hatten ja schon bei der letzten Folge festgestellt, dass wenn wir... Na, fahr mal! Oh Gott. Wir hatten in der letzten Folge ja schon festgestellt, dass wir, wenn wir vom Getreidespeicher da rechts die Hauptstraße runterfahren, dass wir da dann hier auf diese Straße kommen müssten. Deswegen hole ich mal gerade den Pickup-Truck. Und weiß nicht, wie weit wir sind, weil die Spiegel nicht funktionieren. Aber wir haben den Weg ja auch gleich schon gemeistert, denn da vorne ist schon die richtige Einfahrt. Wir können natürlich auch die hier nehmen. Das machen wir auch glatt mal. Ja, die Sämaschine auf dem Feld müsste... Halt. Den können wir direkt hier stehen lassen, weil hier jetzt ja schon Raps geerntet wird. Und da sehen wir auch schon, der hat schon ein ordentliches Stück geschafft, was ich da meinte. Mit der... ist der halbe Ertrag ungefähr. So, da lädt er auch schon ab. Unsere Sämaschine ist ja auch schon wieder bereit für die nächste Mission. Deswegen werden wir die mal hier jetzt gleich irgendwo hinstellen. Also hier ist vielleicht nicht so ein guter Standort, aber auch nicht mitten auf dem Weg, aber das hier könnte ein ganz angenehmer Standort für die sein. Da steht sie recht, beziehungsweise relativ gerade. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Wir werden jetzt noch sehen, wie dieser Trecker das Feld düngen wird. Und dann würde ich natürlich auch schon sagen, ich würde mich über einen Daumen, über ein Abo und über Kommentare freuen.
Ja. Deswegen verabschiede ich mich schon mal von euch. Ja, ich glaube, das war jetzt wieder grammatikalisch total falsch, aber egal. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen Videos. Und bis zum nächsten Mal. Euer Jan.